Stranger has disconnected. Genau so sahen wahrscheinlich 99% der Konversationen auf Ummekla aus. Doch genau das ist jetzt für immer vorbei. Denn letzte Nacht wurde die Website ein für alle Mal stillgelegt. Und wenn man sie jetzt aufruft, findet man nur noch diesen seltsamen Statement-Text. Ja, okay, der ist eher aufschlussreich als seltsam, aber so klingt es spannender. Aber bevor wir jetzt herausfinden konnten, warum es abgeschalten wurde, müssen wir einmal klarstellen, was ein Ummekla ist und ob man es essen kann. Ist Ummekla auch ein Instrument? Nein, Patrick. Ummekla ist kein Instrument. Die Seite war basically dazu da, dass ihr mit random Leuten kommunizieren konntet. Entweder per Videochat oder per Text. Wohlgemerkt, hierbei musste man sich nicht anmelden, was die Moderation so gut wie unmöglich gemacht hat. Dieses Konzept klingt erstmal sehr cool, ich habe auch zwei Leute random irgendwie so kennengelernt, obwohl ich nie oft da war, aber es wurde tatsächlich mit der Zeit immer schlechter. Denn die Webseite hatte zwei große Probleme. Einerseits die Leute, die das irgendwie als Dating-Seite benutzt haben, die ihre Konversation mit einem M beginnen und von der anderen Seite ein M oder ein W erwarten, damit man sehen kann, ob die Person männlich oder weiblich ist, und wenn man eine männliche Person trifft, dann skippt man natürlich sofort. Das war tatsächlich gegen Ende so schlimm, dass man 10 bis 20 Anläufe gebraucht hat, bis man eine Person gefunden hat, die mit einem schreiben möchte, obwohl man männlich ist. Und natürlich noch schlimmer, Leute, die versuchen, Kontakt mit Minderjährigen aufzunehmen, obwohl die eigentlich gar nicht auf der Website sein sollten, weil die Website ab 18 ist. Aber das wurde weder überprüft, noch hat sich da irgendjemand dran gehalten. Aber noch schlimmer war dann tatsächlich der Grund, warum die Website auch offline gegangen ist, und das waren die super nervigen Bots. Am Ende war es wirklich so schlimm, dass man auf 20 Bots teilweise nicht einen Menschen mehr finden konnte. Und die haben die ganze Zeit Scams, Links, irgendwelche Telegram-Gruppen und so weiter da reingepostet. Ist man natürlich nicht drauf reingefallen, aber trotzdem war es einfach super nervig, weil man die immer wegklicken musste und dann kam der nächste Bot und der nächste. Es war einfach super frustrierend und nervig. Und wie aus dem Abschiedstext hervorgeht, ging es da tatsächlich auch um Angriffe gegen die Webseite, entweder weil der Angreifer mit der Philosophie der Website nicht übereingestimmt hat oder vielleicht wurden sie auch erpresst, kann man natürlich nicht wissen. Ich zeige euch einfach mal kurz die relevante Stelle. Leider setzt sich nicht immer das Richtige durch. So sehr ich mir auch wünsche, dass die Umstände anders wären, der Stress und die Kosten dieses Kampfes gepaart mit dem bestehenden Stress und den Kosten für den Betrieb von Ummekla und die Bekämpfung seines Missbrauchs sind einfach zu viel. Der Betrieb von Ummekla ist weder finanziell noch psychologisch nachhaltig. Ehrlich gesagt, möchte ich in meinen 30ern keinen Herzinfarkt haben. Der Kampf um Ummekla ist verloren, aber der Krieg gegen das Internet tobt weiter. Letztendlich hat sich dadurch der Betreiber der Website dazu entschieden, sie nach 14 Jahren offline zu nehmen und damit die Geschichte von Ummekla zu beenden. Derzeit als Alternative ist mir nur OmmeTV bekannt, wofür man eine Anmeldung braucht und wo es leider keinen Text, sondern nur einen Videochat gibt. Also ich bin tatsächlich etwas traurig, dass die Website jetzt offline ist. Verbindet ihr irgendetwas mit Ummekla? Schreibt gerne mal eure Meinung in die Kommentare. Über ein Abo würde ich mich sehr freuen und wir sehen uns im nächsten Video. Stranger has disconnected.